eine Bockwurst inhaliert. Ich habe mal mit einer Bockwurst in der WG gewohnt. Aber dann habe ich sie aufgegessen und konnte die Miete nicht mehr alleine bezahlen. Hanna, vielleicht bist du einfach mal kurz, Richtig ärgerlich, weil sie war eigentlich voll sympathisch. Aber, naja, ich hatte halt Lust auf eine Bockwurst. Und wie es der Zufall wollte, war meine Mitbewohnerin eine Bockwurst. Hat halt super gepasst, weil ich musste dann nicht mehr in den Supermarkt, weil es war echt spät. Die ist ja vollkommen zugedröhnt. Nö, bin ich nicht. Das ist ja das Erschreckende. Warte mal. Habe ich eigentlich gerade einen Mord gestanden?